Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Technocomposites, wo es das Problem ist, unser Aufhänger. Heute gucken wir uns an Stahl versus GFK und wir zeigen euch die 5 Vorteile, die wir dabei sehen für... Also erster Vorteil ist, GFK ist deutlich leichter als Stahl. Wenn ihr euch Stahl anguckt, wiegt so um die 7 bis 8 Gramm pro Kubikdezimeter. Bei GFK sind wir so bei 1,95. Kann man ganz schön sehen, indem man ein GFK-Profil sehr einfach tragen kann. Vorteil ist, dass ich die Bauteile auch per Hand irgendwo hin verräumen kann. Ich brauche nicht unbedingt schweres Gerät. Ja, das kann man sich vorstellen, wenn man sich das hier anguckt. Wir haben hier ein Dach, schon relativ alt. Da musste eine Klimaanlage drauf. Und ja, die Begehung, die da drauf sollte, sollte halt nicht aus Stahl sein, weil das einfach zu schwer war. Die wurde komplett von uns aus GFK entwickelt, wurde auch per Hand hochgetragen, weil es da keine Kräne etc. gab. Das wäre auch zu kostspielig gewesen und konnte dann aufgebaut werden und entspricht dann auch den statischen Anforderungen. Wenn ihr euch einen Stahlträger vorstellt, nackt und unbehandelt in der freien Wildbahn, dann werdet ihr Korrosionserscheinungen sehen, vielleicht noch im Seewasserbereich oder vielleicht auch in irgendeiner chemischen Anlage, dann kann es euch durchaus mal passieren, dass der Stahlträger sehr schnell korrodiert. Wir haben auch schon Fälle gesehen, wo da, ich sag mal, nach einem Jahr man praktisch mit dem Finger durchpieksen konnte, weil er so verrostet war. Das habt ihr bei GFK nicht. Glasfaserverstärkte Kunststoffe sind sehr beständig gegen Chemikalien und gegen Witterung. Kann man natürlich auch durch Matrixharze und so noch ändern und auf die Umgebung einstellen. Aber da dürft ihr davon ausgehen, dass es wartungsarm. Und wir haben zum Beispiel in einer Chemieanlage immer schön den Vergleich. Da sind Bauteile von uns seit 27 Jahren drin. Da mussten wir noch nichts dran machen, außer wenn mal ein Stapler dagegen gefahren ist. Stahlbauteile dagegen brauchen alle 1 bis 2 Jahre einen Korrosionsschutz. Müssen auch vielleicht mal ausgetauscht werden, wenn der Korrosionsschutz nicht gehalten hat. Das ist ein eindeutiger Vorteil für GFK. Ein weiterer Vorteil von GFK ist einfach, es ist elektrisch nicht leitend. Wenn ich Stahlkonstruktionen habe, muss ich die oftmals erden. Eine Erdung, klar, muss ich einmal machen, das ist vielleicht nicht so ein Riesenaufwand, aber ich muss eine Erdung aus elektrischen Gründen auch alle 1 bis 2 Jahre mal überprüfen. Das heißt also, da ist dauerhafte Wartungsarbeit dran. Wenn ich sowas aus GFK machen kann, habe ich das halt nicht, weil es elektrisch nicht leitend ist. Weiteres schönes Beispiel ist, dadurch, dass es elektrisch nicht leitet, ist es ja auch nicht in einem Magnetfeld irgendwo beeinflusst. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine chemische Anlage, wo hohe Ströme sind, da geht ein Stahlbauer durch mit einem Gerüst auf der Schulter oder Gerüstbauteilen. Ja, im schlimmsten Fall wird der wie so eine Kompassnadel halt mitbewegt. Das kann gefährlich werden, passiert euch bei GFK nicht. Bei GFK haben wir auch eine sehr hohe Schlagzähigkeit, Schlagfestigkeit. Ja, da kann ich euch nicht so viel zu erklären. Das guckt euch kurz in einem Video an. Was passiert, wenn wir einen Pflasterstein auf eine Aluminiumplatte mit ungefähr 1,5 mm Wandstärke schmeißen? Eine Stahlplatte mit derselben Wandstärke oder eine 3 mm GFK-Platte? Was man hier sehen kann, ist eine Beule im Blech. Ich würde mal tippen, so 2, 3 mm tief. So, weiterer Vorteil von GFK, wenn ihr mal an Funkenflug denkt und vielleicht an Branchen wie Ölindustrie, Chemieindustrie, Gasindustrie, aber auch normale Produktionsstätten, überall, wo eine Brandgefahr ist und wo ich irgendwo Funkenflug vermeiden möchte. Wenn ich Stahlträger flexe, Stahlbauteile bohren, passt ja noch, aber gerade flexen ist ja gefährlich, entsteht ein Funkenflug, da kann es Brände auslösen. Das habt ihr mit GFK nicht. Wenn ihr GFK bearbeitet, braucht ihr Diamantwerkzeuge oder Hartmetallwerkzeuge, könnt es aber schneiden und das Einzige, was dabei entsteht, ist Staub, den ihr einfach absaugt. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen was über GFK gelernt. Wenn ihr tatsächlich noch der Meinung seid, dass Stahl viel toller ist, dann schreibt uns das in die Kommentare und auch warum.